So, aber die Erinnerung ist beim Gartengießi. Was machen wir heute, Freunde? Ja, Fasching wird's. Und da brauchen wir. Moment mal. So, jetzt halt. Und da brauchen wir natürlich ein ordentliches Gebäck dazu für den Fasching. Auch wenn es dieses Jahr nicht so riesig wird, aber was zum Mampfen gibt's trotzdem. Wir machen, ich bleibe angezogen, aber es gibt trotzdem Auszogene. Und das sind wieder so Tätigkeiten. Ja, Freunde, das kann ich nicht selber in dem Haus verantworten. Da brauchen wir wieder unseren Profi. Mama! Da bin ich, hallihallo. Du zeigst uns heute, wie man Auszogene macht. Ja, aber zuerst möchte ich wissen, wie heißt das Sprichle von den Kirchler? Wisst ihr das, ihr beiden Helden? Ich hab's früher zusammengebracht, aber jetzt nicht mehr, sagst du. Lustig ist die Fasenacht, wenn meine Mutter Kirchler macht. Wenn sie aber Korne macht, dann schüss sie auf die Fasenacht. Okay. Gut, legen wir los. Also, ja. Auszogene. Was sind Auszogene? Kirchler, die man auseinanderzieht. Sie heißen auch Kniekirchler. Kniekirchler? Ja, weil angeblich haben früher die Frauen das da oben draufgelegt und dann da so runtergezogen. Also ich mach's nicht. Okay. Ich mach's mit den Fingern. Also es geht um ein klassisches Schmalzgebäck. Ganz genau, ein Schmalzgebäck. Genau. Aus Hefeteig. Aus Hefeteig. Was brauchen wir alles? Hefeteig hast du schon mal gesagt. Genau, wir brauchen Mehl, Zucker, Milch, Butter, kannst auch Rama nehmen, das ist egal, Hefe und Eier und ein Bäpperle Salz. Ein Bäpperle ist die Prise, gell? Ja. beim Hefeteig ist halt einfach gut, darum steht es halt schon alles so sehr brav da, dass die Sachen einigermaßen gleich warm sind. Wichtig bei einem Hefeteig, kann ich euch sagen, es sollte immer schon mal als Raumtemperatur alles haben. Dann wird es schöner und besser, dann klappt die ganze Sache auch. Ganz genau, nicht die kalte Butter ins Mehl rein und so. Und die Hefe ist halt ein bisschen empfindlich. Ja, normalerweise kannst du sie nicht umbringen, aber das magst du nicht. Ja, sie reagiert halt dann langsam. Ja, genau. Okay, also, wir haben da, ach, die Angaben, die schreibt der Patti dann hinten hier. Ich brauche jetzt nicht sagen, wie viel Gramm von allem, oder? Nee, machen wir so. Macht das so, genau. Okay. Bist du einverstanden? Dann mache ich das immer so. Grobe also, Mengen kannst du ja sagen. 57 Gramm, ja, also. 75. Geht doch. Geht doch, ja. Muss ich halt dann das Rezept geben, Rosi. Ja, natürlich, das kriegst du. Ich tue das immer schön alles außenrum gleich. Kommt alles schön außenrum. Wieso außenrum? Ja, weil in der Mitte kommt, wird das Dampfhall gemacht, was der Vorteig. Mhm. Gut. Genau. Die Butter. Müssen Leute wissen. Hättest du das jetzt gewusst? Nee. Siehst du das? Ja, mei, was, die macht das halt so oft und darum ist das irgendwie so ganz normal. Und wie gesagt, die Butter auch schön warm, aber wie gesagt, ihr könnt so Rama nehmen, also das ist dem eigentlich vollkommen egal. Je nach Geschmack, was man halt lieber hat. Ja, aber wir sind uns einig, dass es mit Ding genau. Butter ein bisschen geschmackiger wird. Genau. Ich meine, Fett wird sowieso, dann brauchen wir es dann nicht unbedingt auf Rama gehen. Genau. Und bei den Eiern kommt es halt dann anschließend bei der Milchmenge immer drauf an, ob ihr große Eier gehabt habt oder kleine. Milch ist immer so, ja, ausprobieren, geht über studieren. So, und die Milch, die machen wir dann auch warm. Aber nicht, ich mache nicht auf einmal die ganze, sondern fürs Dampfhall einfach bloß so ein kleines bisschen was. Mhm. Und dann auch kann man es dann noch ein bisschen was drauf machen. Also, dass das nicht zu warm wird. Dann machen wir in der Mitte ein schönes Löchlein in den Berg hinein. Mei, das ist ja fast wie beim... Ein Vulkan. Ja, ein Soßenvulkan. Ja, gell, früher ist beim Kartoffelbrei. Hast du beim Kartoffelbrei einen Soßenvulkan gemacht? Oh ja. Oh, herrlich, gell. Also Freunde, wer keinen Soßenvulkan gemacht hat, der hat nicht gelebt. Nein. Und die Hefe etwas zerbröseln. Ich rieche sie so gern. Ja, gewundert, riecht ja nach Bier. Ja, ich bin ja eigentlich nicht, bin ja eigentlich nicht so der Biertrinker. So, dann braucht sie ein Futter, damit sie nicht verhungert. Einen Teelöffel Zucker oben drauf. Und jetzt kommt das berühmte Bäpperle. Mhm. Das war es halt so. So ein Bäpperle. Und dir ist klar, wenn du das jetzt auf die Hefe schmeißt, dann ist die Hefe beleidigt. Dann bleibt das Herz stehen. Alles auf die Seite.
schön auf die Seite. Wenn das magst du nicht. Wenn du Salz auf die Hefe gibst, Hefe ist ein Lebewesen. Ja, das magst du gar nicht, damit kannst du killen. Ja. Okay. Ja. Da ermordest du. Also es gibt, das ist so ein klassischer Bäcker-Lehrlingsfehler, wenn er einen Teig macht, dass er Salz auf die Hefe drauf kippt und dann funktioniert es noch. So, und bei der Milch, da dürft ihr auch ruhig mit dem Finger rein. Nicht zu heiß, das mag sie nämlich auch nicht. So schön lauig. Einfach dran denken, das ist ein Lebewesen. Genau. So wie es Eierfinger mag. Ja, und ich mache dann da immer so. Ich tue sie dann ein bisschen streicheln. Da innen drin. Ja, mit dem Löffel da rumbarzeln, das ist doch blöd. Genau. Und zum Gehen mag sie, der Vorteig, der mag auch etwas finster. Ja. So, wie lang? Weiß ich nicht. Eine Minute, zwei Minuten, immer zwischendurch mal aufdecken und schauen und macht so schön blub, blub, blub. Wenn es das Arbeiten anfängt, wenn es kleine Bläschen gibt, dann bist du zufrieden, oder? Dann bin ich zufrieden, genau. Gut, dann warten wir jetzt eine Minute und dann geht's weiter. Ja. So, Mutter, dann lüpf mal und zeig uns, ob das was geworden ist. Ja, das schaut schon gut aus, schau. Es blüppert und es ist ganz, ganz dick geworden und hoch. Ja. Genau. In der Zwischenzeit habe ich jetzt die Milch hingestellt, genau. Und ich lasse da immer, wie gesagt, ein bisschen was Kaltes übrig, weil manchmal wird sie ja ganz warm und dann, das mag er auch nicht. Groß hat er dick. Das ist ganz schön eitel, der. Ja, das ist ein wackeliger Sich. Und ich gebe die Milch so peu à peu auf der Seite hin. So, dann wenn es wirklich zu warm wäre, dann ist die nicht beleidigt. Und Mama hat immer gesagt, fangst von außen an, gleich, also von außen an. So das Fett und die Eier ein bisschen zerkneten. Das ist ein schönes Gefühl, so schön weich. Dann ist alles wie auf Betriebstemperatur quasi bis zur Hefe hinkommst. Genau. Wir haben übrigens das Grad. Und dann kommt die Hefe dazu. Eine Diskussion gehabt in der Minute, wo das Ding da hochgegangen ist, ob Hefe vegan ist. Wir haben es nicht gewusst, weil es ist ja ein Lebewesen, habe ich ja vorher gesagt. Und es ist tatsächlich so, also es ist vegan, weil es ein einzelliges Lebewesen ist, was zu den Pilzen zählt, also nicht aus dem Tierreich kommt. Das hilft euch jetzt alles nichts. Das Rezept ist trotzdem nicht vegan, weil es ist Milch und Ohr drin. Und Butter. Aber für den, der was es interessiert, der weiß es jetzt. Hefe ist vegan. Der Rest nicht. Ja, aber man kennt dann anstatt der Butter, Margarine. Pflanzen. Ja, man könnte es umbauen, ja. Ja, man kann schon umbauen, so ist es nicht. Gut, es ist doch ein veganes Rezept, also wenn ihr euch das jetzt so richtig vorstellt. So, und das soll jetzt kein so fester Dorg nicht werden, als wie wenn man einen Zopf macht, sondern ein bisschen ein fluffriger. Also darum tun wir jetzt nur das Pepperl rein und schauen einmal, ob es passt. Das ist heute übrigens eine absolut feine Sache für mich. Ich habe noch gar nichts getan. Genau, fällt mir gerade ein. Psst, ihr sagt nichts, gell? So, und da ich mich auf dem Brett leichter tue als wie in der Schüssel, weil da fehlt mir der Schwung und alles, kommt das jetzt alles einfach mal raus. Hätte man das vorher mehlen sollen, oder? Das kommt nachher. Das kommt nachher. Also jetzt noch wurscht. Nee, weil das ist ja, wie gesagt, der Dorg soll jetzt nicht so fest sein als wie von einem Zopf, sondern ein bisschen eine weichere Beschaffenheit. So, und das ist jetzt was für die Muskeln. Das ist übrigens auch was, da kann ich auch ein bisschen aus der Erfahrung plaudern. Man kann da schnell einmal ein Rezept gewaltig verändern. Wenn du jetzt so da Mehl drauf hast, Mehl drauf hast, Mehl drauf hast, Mehl drauf hast, Mehl drauf hast und Mehl drauf hast und auf einmal passt die Zusammensetzung nochmal. Nee. Also beim Mehlen von dem Untergrund übertreiben. Also gut, beim Mehl, ich habe jetzt. Ich habe da schon welche gesehen. Eine ganze Hefe nicht da, also da kennst du jetzt schon ein bisschen was dazu, aber das muss jetzt nicht sein. Aber wie gesagt, ich kenne welche, die haben auf einem Tag, wo 750 Gramm Mehl drin ist, hauen die ein Kilo hin zum Mehlen. Also dann stimmt es halt nicht mehr. Nee. Und damit da schön luftig und fluffig wird da in alle möglichen Varianten geknetet. Okay.
Also bei dem ist jetzt wichtig, dass er wirklich, ist beim Hefeteig immer wichtig, dass er ordentlich gescheit knetet wird. Weil den lassen wir nämlich nicht in der Schüssel gehen, sondern den formen wir noch gleich. Der wird gleich davor. Genau, und der geht dann hier auf diesem Brett ein bisschen. So macht man es in der größeren Mengenproduktion auch. Sowieso. Macht sie in der Bäckerei auch Kirchner. Wir machen halt fast ausschließlich Krapfen aber gell? Hier und da juckt es einem mal, macht man halt aber auszuchen, oder? Ja, ich meine, Kirchler, das ist schon, ist eine schöne Geschichte, weil ich mache das zum Beispiel am lumpigen Donnerstag, weil da haben ja alle großen und kleinen Lumpen Namenstag. Und da backe ich immer einen ganzen Haufen Kirchler. Mhm. Und da gehe ich dann zu meiner Cousine, zu meinem Bruder, zu den Schwägerinnen, zu Freundinnen mit dem Korb. Und da kriegt dann jeder seine Kirchler. Und das ist eine tolle Sache, solltet ihr mal ausprobieren. Zuckerlustige Jüse. Ja, doch, das mache ich schon. Ja, mit der Ochsengurgel mache ich es ja auch so. Ja, stimmt. Ja. Ochsengurgeln, wer das noch nicht gesehen hat, müsst ihr euch anschauen. Wahnsinnig geniales Rezept von der Mutter auch. Verlinken wir euch natürlich oben wieder. Ja, genau. Und wenn wir schon beim Verlinken sind, wenn ihr den Fasching zu bunt getrieben habt, was isst man dann am nächsten Tag? Laussalbe. Bravo, Patti! 1A! Das habe ich mich noch sehr gut daran erinnert, weil es so lecker war. Die schmeckt auch gut. Ja. Ich habe schon wieder Sardellenpaste da. Das ist übrigens ein Video, das was ihr euch auch mal anschauen solltet. Ja. Das vertreibt auch also die letzten Trauerfalten aus dem Gesicht. Aber sowas von. Das war sehr lustig. Ein bisschen schäme ich mich im neuen Nachhinein. Aber ist egal. Die macht gar nichts. Ich auch. Ich glaube, wir kriegen jetzt einen wahnsinnigen Klick gerade. Na, Freunde, schaut es euch an, das ist so lustig. Oder? Ja, doch, wirklich. Das ist, macht Spaß. Wir hatten auch mal Spaß. Ja. Ja. So, und du hast ja gemeint, du tust jetzt gar nichts, oder wie? Weil das nicht so ausmacht. Saubere Finger hast, das weiß ich, die hast du vorher gewaschen. So, junger Mann, auch ein bisschen. Auch noch. Ja, logisch. Zeig mal deine Bänke. Komm, jetzt knet ein bisschen. Hand. Ich muss jetzt schon genau schauen, ob er das so schön macht. Mach ich das schön. Aber die mal fein. Und auch noch ein bisschen Luft reinmachen, so auseinanderziehen. Das muss schon sein. Denk an deine Großmutter. Die Technik ist mir vollkommen unbekannt. Ja, die ist von deiner Großmutter. Die hat das immer so. Hat ja, das auch, das musst du so ein bisschen. War dir sicher, dass die das so richtig macht? Doch. Weil ihr Mutter wieder, die hat den Dorg so lang knetet, die haben dann miteinander geratscht, die musste den nicht mehr gangen lassen, weil der ist in der Schüssel groß geworden. Also, man kann sich da unterhalten und es wird immer mehr. Die konnten ihren Zopf dann gleich formen. Wie kann es mit so hängen halt? Echt? Ist ja logisch, in der Bäckerei, da arbeitest du nicht, wenn du jetzt einen Brotteig oder was hast, nicht mit einer Hand, sondern dann machst du das mit zwei gleichzeitig. Ach so. Das schneller geht. Ach, hätten wir zwei machen sollen. Das ist für mich auch ganz ungewohnt, wenn ich da zwei hinterher. Okay, du herkomm, lass mich gucken. Das schaut doch eh schon. Das schaut doch schon prima aus. Der schaut. Jetzt reicht's für heute. Der schaut doch schon schön aus. Schau, so tut man das so reinwurzeln. Mhm. Ich fand das bei der Mama immer so toll, wenn die das gemacht hat. Ich habe mir irgendwann, haben viele Angst vor Hefedorg. Vor allen Dingen, wenn es die Mama halt irgendwie so ganz gut kann. Und dann habe ich mal zu ihr gesagt, du Mama, jetzt sagen wir doch einmal, wie das geht. Und dann wollte sie es mir zeigen, aber ich gesagt, nee, du bleibst jetzt neben dir da standen, nicht vorführen. Zugeschaut habe ich ja schon oft genug. Mhm. Aber du musst es ja dann, damit du das lernst, musst du es ja selber in den Finger hauen. Ja, die wollte einfach, dass du es machst. Nein. Großmutter war eine schlaue Frau. Nein, die wollte es mir zeigen, die wollte es mir lernen. Ja. Das, sind wir zufrieden? Ja, das fühlt sich schön fluffig an, gell, und gut. Mhm. So, da nehmen wir jetzt nehmen wir ein bisschen ein Mehl drauf. Und wie gesagt, den Zopf, den müsst ihr gehen lassen. Aber da fangen wir jetzt gleich an und machen so, ja, die gehen ja auf, so in dem Dreh, machen wir sie.
bisschen rund machen. So macht man übrigens auch Rohrnudeln. Du auch. Gib her. Kann er gar nicht sehen, gell? Bäckerehre. Ich hinten und du vorn. Oh, das wären große Kirchle. Ja, die wären große. Ich glaube, wir können ein paar kleiner machen. Weil das geht ja jetzt dann erst auf. Also man muss kleiner. Ein bisschen kleiner, ja. Mei, das ist ja. Ich war da mal in Österreich mit der Marianne und dem Thomas. Und da sind wir in so eine kleine Kneipe reingegangen, so ein Selbstversorgerladen. Und da gab es Auszogene, natürlich dann ohne Zucker, die waren gefüllt mit Sauerkraut. Also in der Mitte ein riesengroßes Loch. Also bei uns, wenn das jetzt so ausschauen wird, dann gäbe es ein Gespräch. Aber für den Hausgebrauch tut es das. Also komm. So pingelig sind wir jetzt nicht. Ja, ein bisschen viel. Du wolltest der Kloner werden. Ja, wir machen halt unterschiedliche. 2, 4, 6, 8, 9. Weil Froni drüber, meine Nachbarin, die hat mitgekriegt, dass ich Kirchler mache. Oh, wie gesagt, ja, du kriegst auch. Und ich glaube, der Kameramann kriegt auch. Ja, gerne. Und die Kinder, die wollen auch, gell? Wie viel haben wir denn jetzt? 3, 6, 9, 12. Da machen wir jetzt noch zwei kleine, komm. Also dann haben wir jetzt jede Größe dabei. Genau, jetzt brauchen wir schnell ein bisschen ein Fett. Warte, wo habe ich jetzt mein Messer noch gelegt? Ja. Du hast doch gesagt, du bist vorbereitet heute. Bin ich. Ist doch alles da. Nicht mit dem Messer. Nicht mit dem Messer. Ich bring's auch so hin. Ich sollte mal ein bisschen an meinem Mundwerk arbeiten. Super. Jetzt habe ich auch noch auf der Brille. Brauchst du ein Putztier, oder? Ja. Was tust jetzt du da? Damit sie nicht spröde werden oben, werden sie ganz vorsichtig mit Butter eingeschmiert. Okay. Ich mache mir sauber die Mutter, richte Butter her, ja. Dann geht's weiter. Kann man dann mal wieder sauber? Ja, so gut aus. Gut. Ich kann dich jetzt neu streichen. Brav aussitzen. Aussitzen, genau. Wie geht's weiter? Jetzt streichen wir die ganz vorsichtig ein bisschen mit Fett an. Nochmal Erklärung, Hintergrund. Butter. Ja, die werden sonst oben total trocken, dann kannst du sie nicht mehr auseinanderziehen. Ah, okay. Damit er geschmeidig bleibt. Ja. Alles klar. Siehst du, die werden schon größer. Du kennst ja schon an. Zieht schon an. Zieht schon. Flutschen schon. So, nach der Butterung? Nach der Butterung wollen sie etwas ruhen. Okay. Damit sie auch in die Größe kommen, weißt du schon? Alles klar. Wie lang? Oh, mei. Jetzt werde ich so. Ja, genau. Ja. So halt. So ein bisschen größer. Die üblichen Garten. Die üblichen Garten. Ja, mei, das ist, haben, ja. Ist halt nicht so einfach, weil man schaukt halt hier und dann siehst du es ja jetzt ist es so und zwischendurch mal aufdecken und dann ist auch absoluter Schwachsinn. Wenn ich jetzt halt da sage, 10 Minuten. Das ist ein Blödsinn. Der Ohr heizt nicht ein, hat 19 Grad genau. In der Küche und der andere hat 25 Grad in der Küche und dementsprechend geht es schneller oder langsamer. So ja. Einfach ist die Sache. Weil gut. Wir werden jetzt dann gleich in der Zwischenzeit das Fett bereiten. Alles klar. Dann, die lassen wir gehen. Ja. Fett. Zeig mir das schnell. Zeig mal. Kameramann. So ganz stinknormales, einfaches. Mein Gott, ihr könnt zwar Butterschmalz nehmen, aber das ist wird ein bisschen teuer. Also ihr braucht halt jetzt ein Fett, wo du das rausbachen kannst. Ja, Frittierfett halt einfach. Ja. Und eine vielleicht etwas höhere Pfanne.
Also ich mache das jetzt nicht in der Fritteuse, könnte man machen. Mhm. Aber da ist es zum Umdrehen von den Kirchler, ist es ein bisschen blöd. Das ist cool bei uns, wir haben ein Fettbackgerät. Da musst du nicht mal rein zum Umdrehen, sondern da machst du einfach klack und drehst es um. Also bei den Krapfen. Auszogener macht man tatsächlich nur mit zwei Stäbler. Weil die passen nicht genau ins Fettbackgerät. Nein. Okay, Freunde, die Dinger gehen, das Fett wird heiß, dann sehen wir uns wieder. Gut, ja. Mutter. Jetzt machen wir die Fettprobe, ob es auch warm genug ist. Fettprobe heißt, sie schaut, ob es heiß genug ist. Ganz genau, Kochlöffel, nein, schauen, ob es blubbert. Warte schon. Siehst du es? Es blubbert. Ihr könnt alternativ auch einen Finger reinheben, wenn er nach einer Minute durch ist, dann passt es. Nein, natürlich nicht. Dann ist aber mit die Kirchler vorbei. Da habe ich mal was mitgekriegt. Also das war nicht bei uns, aber das hat nur mal erzählt. Das muss eine ganz miese Sache gewesen sein. Ein Lehrmädel, Fettbackgerät, hat einen Löffel irgendwie neben dran gehabt und der kommt der Löffel aus der Hand und fällt ins Fettbackgerät. Und die wollte automatisch. Und hat aus Reflex reingelangt. Das muss sehr schlimm gewesen sein. Oh, das ist abartig. Also, okay. Heißes Fett, Vorsicht. Nicht schön, übelste Nein, Verbrennungen. Tut ganz furchtbar weh. Okay, dann schauen wir uns mal unsere erste Reihe so ein bisschen an. Ja, bist du zufrieden? Doch, ja, die gehen doch schon. So, jetzt ganz wichtig. Finger. Sollten etwas glitschig sein, etwas schmierig. Wieso? Sonst kannst du nicht auseinanderziehen. Ah, okay. Ja, muss man wissen, das muss man leider sagen. Also es gibt jetzt die Variante, die einer, die mögen es in der eher weniger auseinanderzogen und dafür ein bisschen mehr Dork am Rand. Die anderen, die sagen, okay, nö, mir ist eigentlich lieber, sie sind groß und viel knusprig. Also das kann man jetzt wirklich total unterschiedlich machen. Ihr zirkt es da jetzt einfach so ein bisschen und passt auf, dass in der Mitte es schön dünn wird, aber möglichst Kolorit. Kein Loch rein gibt. Genau. Was passiert jetzt, wenn da trotzdem ein Loch drin ist? Ah! Lachen. Jetzt machst du einen neuen Boller. Ich hoffe, dass es noch geht. Eigentlich hättest du jetzt auf die Nase setzen wollen, gell? Du bist... So geht der mit der Mama um. Schaut euch das an, das ist doch der Wahnsinn, gell? Ja. Du hast mir vorher Butter auf Brille geschmiert, gell? Also. Ja, Mai. Ich lieb dich trotzdem. Gut. So ein Bazier. Wo er es nur gerade her hat, ich weiß gar nicht. Ich gestohlen habe es gewesen. Ehrlich. Ja, eine Kugel, damit er wieder gangen kann, der arme Hund. Das geht genauso. Was machst du denn da? Du hast von der Hitze einen Trieb, der wird ein bisschen fester, den isst er nie. Das, genau, das ist du. Okay, so, jetzt schauen wir mal, ob sie haut. Löffele ist da. Jetzt legen wir ihn hinein. Und, hops, wenn er oben kommt, gießen, seht ihr das? Dann steigt er nämlich in die Höhe, der Kleine. Und er breitet sich aus. So, und nicht zu lang gießen, weil sonst wird er hart. Komm, Bäcker, nächsten. Es hat geheißen, ich muss heute nicht arbeiten. Der Papa hätte jetzt gesagt, morgen und Geschwister ist zu, oder? Die Hautsache. Tja, das ist halt einfach so. Sie ist halt wieder gut drauf. Ist immer bei den Faschingsvideos. Ich bin eigentlich immer gut drauf. Ja, das stimmt. Oder hast du mich schon mal schlecht gelaunt erlebt? Eben. Upsilein. Den muss man ja schon gleich drehen. Wie aus Sackbralott. Okay, jetzt geht aber schnell. Warte, das geht schon. Das geht schon. Ich glaube, den habe ich eh ein bisschen weit genug gezogen. Ja. Sodale. Jetzt kommt der spannende Augenblick, denn beim Drehen sollte kein Fett nach innen kommen, also zwei Gabeln, lüpfen vorsichtig und wenden. Ha! Warum soll kein Fett nicht reinkommen? Ja, dann wird es ja innen nicht weiß, dann wird es ja braun. Jetzt aber dran. Ja, es versinkt ja.
Das ist jetzt der Mops. Meißlei. Wie soll denn der in die Höhe kommen? Das ist ja... Er tut sich hart, aber er kommt. Na komm, komm. Alle hopp. Ja, wie war das? Ja. Er hat's geschafft, Gysi. Siehst du das? Der Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn. Jodele. Die Dinger lassen sich übrigens auch unwahrscheinlich gut eingefrieren. Gerade wenn man sie vielleicht nicht so ganz dunkel gemacht hat und eingefrieren, wenn sie hier über sind und dann im Backofen nochmal schnell warm machen, geht hervorragend. Ich habe nämlich meinen Bruder mal welche gebracht und da war er gerade allein nix. Da war seine Frau auf Kurfahrt. Und nachher hat er sie nochmal gemacht und hat gesagt, die waren so gut. So, woran merkt jetzt derjenige, dass das Ding fertig ist? Wenn sie eine schöne Farbe haben. Wenn sie eine schöne Farbe haben? Ja. Also das zwischen Rot und Verbrannt. Ja. Wer ist da der Alberne? Ich oder er? Also komm. Nein, Freunde, wenn das ordentliche Färbung angenommen hat, dann kann man davon ausgehen, dass der Dorg in der drin passt. Ja. Wie schaut das aus? Und ich lege sie halt zuerst immer nur auf eine Küchenrolle drauf, damit das Fett ein bisschen abtropfelt. Ist jetzt Friede? Ich hab doch bloß das Fensterle angeschaut, ob es so wird. Fick, einwandfrei. Ach, das ist immer Gregor. Du brauchst mich ja gar nicht mehr. Du kannst das ja alles selber machen. Na, da muss es ja da. Das ist doch ein Bazi. Wie es im Buch steht. So, Freunde, das Grundprinzip habt ihr jetzt verstanden. Ich mach's falsch, die Mutter macht's richtig. Wir backen die jetzt durch und dann sehen wir uns wieder. Ja. Heureka, es ist vollbracht. Genau. Letzte Puderung. Die letzte Puderung. Macht man am besten, wenn sie noch warm sind, oder? Ja. Wieso? Ja, damit es halt nicht zieht, sonst flutscht ja alles weg. Fliegt wieder weg. Ganz genau. Deswegen sind die auch schon pudert. Ja. Die haben wir schon vorgemacht. Und da braucht man jetzt sparen. Also, das ist eh eine Kalorienbombe. Ja gut, das soll ja, ist ja für ein Fasching. Das soll ja eben ein bisschen vergeben. So diese, ein bisschen, ich erkläre es jetzt nicht genauer. Grundlage. Sauglage. Also lieber davor essen, oder? Ja, davor zwischendrin. Dazwischen eigentlich immer. Nein. So, Mama, vielen Dank fürs Zeigen. Gern geschehen, war mir ein Vergnügen. Jetzt kommt natürlich das spannendste Teil. Ja. Wir gehen nach Gewicht vor. Du kriegst einen kleinen. Okay. Halbieren können wir es nicht. Du kriegst dann den Mops, oder? Ich krieg den Mops. Also, auf geht's, Kameramann. Eine Hand musst du erst schon mal frei haben. Wie sagen wir jetzt? Prost auf einen schönen Fasching, oder wie? Zum Wohle. Zum Wohle. Aber ein gutes Kindchen. Gutes Kindchen. Oder? Ein Traum. Ein Träumchen. Mhm. Wenn man jetzt noch eine Eierlücke hätte, dann könnte man Eierlücke eintauchen. Boah, jetzt hör auf. Aber das ist gut, ich sag's dir. Also das machen wir jetzt dann später. Ich hab aber keinen. Du hast keinen? Ja. Wieso? Weil er aus ist. Dann müssen wir mal ein Eierlücke-Video machen. Mit Eintauchen. Mit Eintauchen. Okay. Wenn Sie das wollt, wenn Sie das nicht verpassen wollt, dann liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ciao, sagt der Garten-Gysi. Vierteich.